So, einen wunderschönen liebe Zockermannschaft. Ha, hier sieht's. Spielen Tabletop Simulator. Mit dabei der Fanwolf. Ja, moin. Und der Happy. Moinsen. Und wie ihr schon seht, Card Against Humanity. Deutsch spielen wir. Plus Zusatz-Add-on, oder wie heißt es? Plus ja, Erweiterung. Genau, plus Erweiterung. So, dann fangen wir an, Happy. Wenn ich mal eine Karte runternehmen könnte. Wie, du kannst keine Karte runternehmen. Ja, okay. Geht doch. Ich konnte immer nur den ganzen Stapel halten. Läuft. Du musst ja auch nicht gedrückt halten. Was Problem. Macht Guido Westerwelle gerne in der Öffentlichkeit? Das ist ja jetzt schon ein bisschen böse, weil der schon nicht mehr lebt. Aber gut. Wie bin ich denn da? Ich hab schon ein paar gute Dinge. Nee, ich überhaupt nicht. Wobei, naja, weil da muss man ein bisschen um die Ecke denken, aber. Naja. Moment. Wobei der auch gut gewesen wäre. So mit ein bisschen um die Ecke denken wäre der auch richtig gut gewesen. Nimm das hier. Ja, genau, hätte ich ja richtig linksen können. Ja, okay, eindeutig. Hä? Ne? Was macht Guido Westerwelle gerne in der Öffentlichkeit? Rennen. Und Angela Merkel, was ist denn das für ein Scheiß? Yeah. Ja, ich sag ja. Das war quasi mit um die Ecke denken. Naja, bei mir kann man auch um die Ecke denken und zwar aufs Englische bezogen. Flamen. Der war nicht gut, egal. Gut. Ich bin dran. Und ich darf mir auch eine Karte ziehen. Aha. Warte mal kurz. Na, egal. Was? Nee, ich war gerade am gucken, ob ich wegschmeiße. Nee. Das war's. So, womit versuchen die USA in Afrika die Armut zu bekämpfen? Womit? Gleich kommt's. Na, du musst doch eine Karte ziehen, oder? Ja. Achso, du hast schon vorgelesen. Ja. Ja? Dann ist das gerade bei mir untergegangen. Entschuldigung, ich habe gerade die ganze Zeit gewartet, dass du das vorliest. Was? Ja, ohne Witz jetzt. Wie jetzt? Hört man mich? Ja, ja. Ich höre dich. Aber, ja, aber ich hatte auch zwischendurch bei euch beiden 99er Ping, also von daher da. Achso, okay. Ich habe mich gerade gewundert, so, hä? Hat man mich jetzt gehört? Habe ich alles angeschaltet? Ja, nee, alles gut. So, Weil die ganze Zeit noch auf der Karte war, sie so, hä? Womit bekämpft Erika die Armut? So. Amerika, nee, USA, ist ja nicht Amerika. USA ist eigentlich dasselbe, oder? USA und Amerika? Nein. Was? Amerika ist der Kontinent. Und? Ja, wie auch immer. Okay, bloß nichts falsch sagen. Sonst geht's geflamed los. So, die USA. Brasilianer sind auch Amerikaner. Ja, genau. Das ist, egal. So. Was haben wir hier? Die USA versucht die Armut mit donnernden Fürzen zu bekämpfen. Der ist schon mal nicht schlecht. Oder mit
Was? Übergroßen Lollis? Nee, ich bin für die Fürze. Mann. Den fand ich besser. Oh. Keine Punkte, Jens. Erstmal den Leuten kräftig ins Gesicht putzen, so. Fand ich gut. Will einer ablegen, oder? Nein. Nö, erstmal nicht. Mein Lebensmotto. Oha. Oh nee, nee, das Falsche. Oh Gott, was mache ich? Oh, nehme ich denn? Ich hätte eine gute. Ich nehme das hier. Das muss gewinnen. Wirklich. Ein grundloser Ständer, mein Lebensmotto. Masturbation, mein Lebensmotto. Warum geht das beides in die gleiche Richtung? Ja. Wollte ich mir denn mit ihm was sagen? Nein. Ich glaube, ich nehme den grundlosen Ständer. Ach, fick dich. Das andere war viel besser. Waren beide gut. Mein Mist. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ich darf einmal. Hahaha. Mal gucken. Möchte jemand ablegen? Moment, ich guck gerade. Ich glaube, ich habe irgendwie so ein Bullshit. Was ist denn das da, oder? Ja. Also ich würde eine ablegen. So. Aha, schon besser. So. Eine mal schön weggeburnt. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Das war auf jeden Fall eine Verbesserung bei mir. Ja. Sport war gestern. Heute wettet man nahezu ausschließlich auf. Oh Mann. Nö. Nein, das kann ich nicht. Also ich hätte einen guten. Na komm, nehmen wir den hier. Kamikaze-Piloten? Okay. Also ich bin fürs Trichtersäufen. Yeah! War ja klar. Endlich! Der Säufer. Aber Kamikaze-Piloten ist auch gut. Kann man hier wetten, ob er überlebt. Bei Kamikaze-Piloten. Ja? Kann das sein? Oh Gott. Kackkarte. Oh, ich bin... Möchte jemand eine Kackkarte loswerden? Ich guck mal. Okay. Denn was ist das nächste Happy Meal Spielzeug? Ich hätte da was richtig Geiles. Nein! Ja, denn haut mal raus. Was ist denn also, das nächste Happy Meal Spielzeug? Jetzt muss ich überlegen. Oh, das wäre so gut gewesen. Das wäre sowas von gut. Also ich bin zwei richtig gut. Jetzt kommt's.
Ich muss mich entscheiden. Nee, kommt zu stumm. Ja, du musst auch bedenken, du musst auch meinen Humor treffen. Ja, bei dir ist ja eher stumpfer Humor angesagt, ne? Ja, gleich kommt's. In Happy Meal gibt's eine Katze. Okay, Katze gewinnt. So, im nächsten Happy Meal gibt's als Spielzeug das Blut Christi. Naja. Ich verstehe da nicht. Fleischfressende Bakterien ist dabei jetzt nicht so besonders. Was? Nein, finde ich nicht. ich hätte tatsächlich die Karte bringen sollen, wo ich mir gesagt habe, das ist zu stumpf. Ja, dann nehm ich die Bakterien. Jawohl! Ich dachte, keine Ahnung, kommt was richtig Geiles, aber dann kommt damit sowas an. Das wäre gut gewesen. Also ich glaube, da hättest du wirklich müssen vor Lachen, die Karte, die ich gerade gezogen habe. Ja, bestimmt. Dann zieh mal. Was haben wir jetzt? Will einer wegschmeißen? Guck mal. Ah, nö. Vielleicht kriege ich ja was dazu passt. Alter. Bei einem Versuch, eine größere Besucherzahl zu erreichen, eröffnet das Smithsonian Museum of National History eine interaktive Ausstellung über. Ja, dann lass mich mal überraschen, was das Smithsonian so zur Zuschauersteigerung sich einfallen lässt. Wobei ich glaube, ich selber habe keine gute Karte. Also keine überragend gute Karte. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Das ist einfach zu normal, das ist ja nicht mal was Lustiges, aber. Ach komm, hier. Ja. Keine Ahnung. Das wäre bestimmt auch gut, aber das hebe ich mir lieber auf. Bei einem Versuch, eine größere Besucherzahl zu erreichen, öffnet das Smithsonian Museum of National History eine interaktive Ausstellung über die soziale Unterschicht. Okay. Oder die eröffnet eine Ausstellung über einen sehr stark behaarten Mann. Interaktiv, darf man denn an seinem Bart ziehen, oder? Ja, so in etwa. Der Mann ist bestumpfer. No, das gibt's doch nicht. Guten Abend. Moin. Ha, wir sind sogar gerade in der Aufnahme. Jo, kein Problem. Hey, du kannst ja vielleicht dazukommen. Und hallo alle. Wenn noch Paket. Ein Wenzel. Ja, bestimmt, oder? Den hat er zwar... Nee, geht gerade nicht. Nee? Der Raum ist. Ach so. Ja, dann beim nächsten Mal. Wir sind ja gleich durch. Happy hat ja schon 3. Wir spielen bis 5. Ja, geil. Dann sind wir sogar in der nächsten Runde zu viert. Sehr nice. Mhm. Achso, kannst du dir schon mal Card Against Humanity runterladen, wenn du es nicht schon hast? Ja. Als DLC. Die Deutsche und die Community. Also ich will nicht wegfeuern, ne? Ja, willst du wegfeuern? Was wegfeuern? Nee, alles gut. Ist bei Primitive Volksstämmen ein beliebter Zeitvertreib. Ja, super. Nein. Ah, soll ich jetzt die? Ach komm. Wenn die Karte es nicht bringt, dann seid ihr alle scheiße. Nein, hauptsächlich Happy, weil der ist auch gut. Vielleicht habe ich auch eine bessere.
Was? Okay. Fliegende Sexschlangen ist bei primitiven Volksstämmen ein beliebter Zeitvertreib. Ja. Oder? Sexy Christenschlachten ist bei primitiven Volksstämmen ein beliebter Zeitvertreib. Also da gewinnt auf jeden Fall die sexy Christenschlachten. Ja! Ich habe meine Sexschlange dafür geopfert. Seine Sexschlange. Ja, ich habe meine sexy Kissenschlacht. Ist auch nicht besser. Ja, du hast aber mit Glaube gewonnen. Ja, aber so lustig. Man hätte es noch viel cooler machen können. Ja. Will jemand was wegschmeißen? Nee. Aber ich nehme noch eine Karte. So. Wir haben eine Zweierkarte weg. Ja, wir spielen ohne die Pick 2. Ja, weil Pick 2 ist schlecht, wenn man... Ja, geht halt schlecht. So, wie riechen... Genau. Wie riechen alte Leute? So, wie riechen alte Leute, Leute? Oh... Na? Ich befürchte, dass die Karte viel zu gut ist dafür, aber... Ja, kommt drauf an. Wenn du einen Punkt kriegst, dann war sie gut genug. So. Alte Leute riechen wie... Wenn Wurst und etwas Kacke rauskommt. Ich hab die eingeschmissen. Der ist nicht schlecht. Oder riechen wie eine Windmühle voll mit Leichen. Aha. Nee, ich bin für die Kacke. Oh, ja, für die Furzwitze immer zu haben ist. Natürlich. Schön mit Land. Okay, den darf ich nicht bei Björn bringen. Wie? Stimmt irgendwas Gemeines? Will einer wegschmeißen? Nope. Nein. Oh. Einfach irgendwo wegschmeißen, genau. Erstmal den falschen Stapel nehmen. Noch eine Pick 2. Läuft bei dir. Laut Gesetz ist es Pflicht, eine Versicherung für abzuschließen. Ja. Okay, ich kann meine Karte nicht drehen. Ach so, jetzt. Ja, ich hab eigentlich nur Kacke. Ja, ich hatte gerade wieder kurz einen Leck. Okay. Ich hab mich auch gerade den Server erweitert. Aha. Für die nächste Session. Nein, nicht, dass jetzt irgendwas kaputt geht. Nee, alles gut. Laut Gesetz schon... ist eine Pflicht, eine Versicherung für... ja, für was? Ja. Ein großes Aufheben, um nichts abzuschließen. Einnässen. Ja, ich hab da einfach nur Kacke gewastet. Einnässen? Ja, du hast gewonnen. Und oh. Sieger ist happy. Danke, danke. Mhm. Da hier. Z. Ist dein Danke. Einfach mal den Table weg. So. Und damit, ist auch vorbei mit der Runde. Und ich denke mal, in der nächsten Runde sind wir dann zu viert.
Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Bye. Und denkt dran, Leute. Immer schön den Lachs am Tisch knallen, ne?